Hier ist wieder Angeln am Teich TV. Ja, hier ein neues Gesicht, Oliver. Moin. Wir sind am Heidbergteich in Hamburg und versuchen das jetzt einfach mal auf Karpfen und nochmal nebenbei mit Pose mal gucken, was geht. Wir stellen uns gleich auf jeden Fall auch noch die Köder vor. Wir haben Tauwurm, Dendrobena, wir haben Boilies, Pop-Ups, Maden, alles mögliche dabei. Jeder mit zwei Routen, eine Grund, eine Pose, bei dir auch, ne? Jo. Und dann gucken wir gleich, was geht. So, Freunde, jetzt auf jeden Fall zu den Ködern. Wir haben hier einfach Kartoffeln, die werden wir, glaube ich, als Köder benutzen. Dann halt das Futter, das ist so ein, eigentlich ist das ein Futter, was aus Müsli ist, auch Mandeln drin und andere Partikel. Damit werden wir vielleicht später eventuell anfüttern. Dann die guten Bananenboilies in 20 mm, dann eine Dose Maden und Casters. Dann haben wir noch zwei Tutti Frutti Pop-Ups, noch ein paar Scopex Boilies, eine Packung Dendrobena und Tauwürmer. Und dann versuchen wir es. Bis gleich. Wir schmeißen jetzt die Montagen raus. Bei mir eine Grundmontage mit einem 20 mm Bananenboilie, das kann ich nochmal zeigen. 20 mm Bananenboilie mit einem Haferfach und einem 15 Gramm Laufblei. Und das sollte laufen. So, Oliver hat jetzt den ersten Biss auf Pose. Wir gehen mal davon aus, dass es ein Sonnenbarsch sein wird, weil hier am Ufer halt auch sehr viel Sonnenbarsche mal rumschwimmen. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir den verwandelt haben, ne? Bis gleich. So, Leute, zur Montage. Eine ganz einfache Posenmontage. Eine 4 Gramm Knicklichtpose. Gestoppt mit zwei Plastikperlen und Gummistoppern. Dann die Bebleiung. Dann kommt hier ein 8er Karabinerwirbel und dann ein 50 cm Vorfach mit 4 Maden an einem 8er Madenhaken. Und das soll jetzt laufen. Ein kleiner Barsch, hält gerade schon die Stacheln auf. So, Leute, wir melden uns dann mal vom Wasser und zwar kurzes Zwischenfazit. Was sagst du? Ja, also wir hatten schon einen Biss gehabt auf Leos Rute. Ein super, mehr nichts. Ein kleiner Barsch. Wer es kennt, ist der erste Fisch ein Barsch, ist der ganze Tag im Eimer. Das ist totaler Quatsch. Nee, stimmt jetzt nicht so unbedingt, aber wollen wir mal hoffen, dass auf jeden Fall noch was Gutes geht. Wir sind auf jeden Fall optimistisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann melden wir uns gleich wieder. So, Leute, jetzt nochmal auf den 14er Haken gewechselt, weil auf den 8er Haken mit 4 Maden nichts ging. Deshalb jetzt ein 14er Haken, ganz klein gestellt mit 2 Maden. Leute, ich bin außer Atem, Karpfen im Drill, mitten in den Seehosen reingezogen, ist kein Joke. Ja, das war ein bisschen unerwartet, ich habe meine Rute einfach gerade ins Wasser gerade geschmissen, glaube ich. Der ist aber gut. Wir können einfach nur warten, bis er rausschwimmt, wir melden uns gleich wieder. Der Karpfen ist immer noch im Seehosenfeld, so ungefähr da. Oh mein Gott. Oliver, ja. Ihr glaubt's nicht, aber wir haben jetzt hier den schönen Spiegelkarpfen aus dem Seehosenfeld rausbekommen. Leute, zweiter Fisch, eine schöne Rotfehler auf Made. Yo. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Lasst gerne mal ein Like oder einen Kommentar da, wenn ihr möchtet, natürlich nur. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Leo, neues Mitglied bei Angeln am Teich TV, Oliver auch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also haut rein und ciao.